Ich weiß gar nicht, wie viele Kühe brauchen wir in ungefähr eigentlich, damit wir den 30er Enchanter locker machen können. Ich habe gar keine Ahnung. Also ich würde auf jeden Fall eine Menge Kühe sagen, aber wie viele, absolut kein Plan. Also wir brauchen für den 30er Enchanter 15, ich glaube 15 Bücherregale fehlen uns noch. Und das wären insgesamt über 45 Bücher, oder das sind 45 Bücher. Und die müssen wir halt alle aus dem Leder machen, den die Kühe da gerade machen. So, ich farm jetzt hier wieder 5 Minuten. Und in 5 Minuten gehe ich wieder hoch an die Oberfläche. Und an der hallo Lava. Und an der Oberfläche kümmere ich mich dann wieder um das Füttern der Kühe. Ich weiß auch noch gar nicht, kann halt auch sein, dass ich einfach aus dem Part, den ich gerade aufnehme, weil der geht gerade schon echt lange, dass ich einfach 2 Videos da draus schneide. Also kann es sein, dass wir uns auch schon in der 17. Folge befinden und oh, ich muss ausstoßen, Vorsicht! Uff. Ich habe so Angst, dass ich einfach Dias so richtig dumm übersehe und am Ende so in den Kommentaren alles vollgespammt wird mit: Boah, Flashen, da war noch Dias! Dias, Dias, und du bist einfach dran vorbeigelaufen. Und ich denke mir so: Hä? Lol, da waren wirklich Dias. Aber ich glaube, bisher ist mein Auge ganz wachsam und hat noch keine Dias so richtig übersehen. Ja, wenn man gerade vom Teufel redet. Hallo, hallo, liebe Dias. Leute, endlich, da sind die ersten Dias. Die ersten Dias unserer kleinen Tour. Hallo, Freunde, na? Alles gut? Euren Anblick habe ich richtig vermisst. Ich kriege da mittlerweile wieder richtig Glücksgefühle, wenn ich euch sehe. Aber es sind doch nicht nur 4, oder? Doch, es sind wirklich nur 4 Dias. Ernsthaft jetzt? Och, ist ja langweilig. Okay, Leute, 4 Dias. 1, 2, 3 und der vierte. So, Leute, das ist jetzt hier das letzte, wo ich nochmal gucke, ob hier irgendwo was ist. Und danach gehe ich erstmal wieder direkt hoch zu den Kühen und vermehre die einmal. Und desto öfter wir die vermehren, desto öfter oder desto mehr Kühe kommen ja dann beim Vermehren auch wieder raus. Und das ist ja dann super, weil wir dann immer wieder mehr Kühe haben. Und das pushe ich jetzt so hoch, oder das mache ich jetzt so lange, diesen Ablauf, bis ich halt so viele Kühe habe, dass ich hundertprozentig weiß, dass, wenn ich sie töte, wir halt genug Leder für den Enchanter haben. Hallo, liebe Kühe. Habt ihr mich vermisst? So, ihr könnt mal Liebe machen. So, viel Spaß, Freunde. Ich weiß nicht, ob das für euch so langweilig ist, weil ihr seht jetzt die ganze Zeit, ja, er geht hoch, holt Kühe, geht wieder runter, macht Dias suchen und dann geht er wieder hoch. So, warum gucke ich mir das eigentlich an? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum du dir das gerade hier anguckst. Aber ich dachte mir so, wenn ich Bock habe, Minecraft zu spielen, warum soll ich das nicht hochladen? Wisst ihr, wie ich meine? Zum Beispiel hat mir letztens hat mir einer geschrieben: Yo, aber warum bringst du denn keinen Bedros mehr? Weil du hast ja kaum noch Zuschauer und deine Klicks sind ja von 1000 auf 200 gefallen. Und das ist doch eigentlich voll blöd, was du da machst, oder? Und ich so: Ja, klar, es ist kacke so, dass weniger Leute da sind, die zugucken. Aber so trotzdem gehe ich gerade oder mache ich gerade das, was mir halt übelst Spaß macht und wo ich selber auch hinterstehe und wo ich mir selber denke: Boah, das könnte ich mir so gut angucken. Und yes! Yes, da sind die Dias. Ich war hier sogar schon mal. Ich habe halt wirklich Dias übersehen. Oh mein Gott, hoffentlich habt ihr mich in den Kommentaren nicht beleidigt. Ich habe halt wirklich Dias übersehen. Oh mein Gott, es tut mir so leid, Leute. Es tut mir so leid. Ich meinte sogar noch so: Yo, ich habe safe Dias übersehen. Alter, ihr werdet mich so flamen, wenn das passiert ist. Und hoffentlich nicht. So, Leute, ich glaube, das sind 4. 4, sind es 4? Ja, sind wieder 4 Dias. 4 Dias, super. Da haben wir die nächsten. Das ist doch klasse. Aber so, keine Ahnung, hinter dem, was ich jetzt hier bringe, kann ich halt übelst hinterstehen und sagen: Yo, da habe ich wirklich Spaß dran. Und manchmal fühle ich das halt so extrem. Ich mache dieses Let's Play, dieses einfach nur ein bisschen farmen, ein bisschen bauen. Klar, es ist manchmal ätzend, so wenn ich eine Stunde lang nach Kühen suche, aber auch nicht aufgeben will, weil ich euch halt zeigen will oder euch in der Folge wenigstens einen Fortschritt bieten will. Auch nicht aufgeben will und dann halt wirklich die Stunde durchsuche. Klar, das ist blöd. Aber besser, als wenn ich mich zu irgendwelchen Videos zwinge und mir Videos am Ende überhaupt nicht gefallen. Deswegen mache ich jetzt das, Leute.
das enjoy ich und vielleicht enjoyt das auch gerade jemand, der gerade kurz vorm Einschlafen ist. So, das wäre heftig. Da würde ich mich so freuen, wenn, ich freue mich auch immer so über die Kommentare. So, einer hat mir geschrieben, ich glaube, er meinte, das ist auch so ein bisschen gemein so. Ja, ich gucke mir das immer zum Einschlafen an. Und das war nicht so ein nettes, ich gucke mir das zum Einschlafen an, sondern so ein gemeines, ich gucke mir das zum Einschlafen an. Da habe ich mir so, ja, okay, finde ich jetzt absolut nicht schlimm, weil ich finde es absolut okay, wenn man sich Videos zum Einschlafen anguckt. Und irgendwie finde ich es dann auch cool, wenn ihr einfach mit mir einschlaft, Leute. Das ist einfach ein Traum. Aber das ist halt so, wisst ihr? Und die Videos kann man sich ja angucken, wann und wie man will. Und ihr könnt euch die von mir aus auch bei völlig falschen Dingen angucken, wo man sich solche Videos eigentlich nicht angucken sollte. So, das ist euer Ding, euer alleiniges Ding, so. Wisst ihr, wie ich meine? Und deswegen, ich freue mich, wenn ich ein paar Leute hiermit begeistern kann. Und dann ist alles toll. Und wenn ich ein paar Leute damit unterhalten kann, was ich hier spiele einfach, was ich hier nebenbei rede, was ich hier manchmal für einen Krams auch laber, so. Das freut mich und das ist halt so. So, das Eisen werde ich jetzt auch mitnehmen und danach bewege ich mich wieder nach oben zu unserem Küchen und vermehre die direkt mal. Und dann geht's wieder nach hier unten. Und dann hoffen wir mal, dass wir noch mal ein paar Dias finden. Also so drei Dia-Wains wären echt schon geil. Am besten, wenn es dann noch 8 Dias sind, dann haben wir 12 Dias insgesamt. Und das würde mir dann auf jeden Fall schon reichen. So für den Anfang zumindest. Oh, wow, ernst? 4 Creeper, oder? 4 Creeper wahrscheinlich. Ich will ins Bett, Leute. Darf ich ins Bett? Lieber Creeper. Oh. Also jetzt müssen wir wirklich aufpassen. Warum bist du denn jetzt explodiert? Nein. Gott. Ja. So, jetzt aber. Bitte, Creeper, komm nicht her, der da hinten steht. Bitte komm nicht zu mir. Okay, alles gut. Alles gut. Hä? Hey, stopp. Wie kommt ihr da raus? Bleibt schön mal da drin. Die können hier hochspringen, ne? Genau, die können... Ah, okay. Hab ich verstanden. Genau. Als ob die da langlaufen können. Das ist ja blöd, aber hier kommen die nicht raus, glaube ich. Oh, doch, kommen sie. Okay, dann hopp. Ich baue ihnen jetzt einfach provisorisch hier was hin. Leute, was ist eigentlich euer Lieblingsessen so? Keine Ahnung. Also einerseits, ich liebe Schnitzel über alles. Ich finde Schnitzel ist einfach... Oh, Schock. Schnitzel ist echt richtig, richtig lecker. Aber so, dafür muss ich auch sagen, dass ich Nudeln, ich finde Nudeln so geil. Nudeln mit, aber nicht mit so einer heftigen Tomatensoße, sondern einfach nur mit so einer richtig flüssigen, also nicht richtig flüssig, nicht so wasserflüssig, so ein bisschen, schon ein bisschen, wie soll man das sagen? Ein bisschen dickflüssiger, genau. Aber dafür mit Wiener drin, also wirklich so ein bisschen dickflüssig, aber nicht zu flüssig, aber auch nicht zu dickflüssig, sondern so genau das perfekte Mittelmaß mit Wienern drin und dann richtig geile Spaghetti oder einfach nur normale Nudeln dazu. Oh, da kriege ich richtig Hunger jetzt gerade. Da will ich jetzt direkt eigentlich los und direkt mir was zu essen machen. Ja, okay, da kommen wir wieder zum Thema zu essen machen. Aber nee, also wirklich, es ist einfach geil. Und auch Cornflakes. Cornflakes am Morgen. Also wer Cornflakes am Morgen nicht mag, Leute, ihr seid einfach... Nee, kann man nicht beschreiben, sowas. Ihr habt einfach die Kontrolle über euer Leben verloren. Wirklich jetzt. Cornflakes am Morgen sind einfach das Beste, was es gibt. Wisst ihr, wie Brot? Brot denkt man sich meistens so, ja, aber Brot jetzt... Aber wenn man Cornflakes sieht, dann denkt man sich so, boah, Cornflakes, jetzt direkt rein damit, Alter. Cornflakes, habe ich jetzt richtig Bock drauf. So ist das. Keine Ahnung, wer keine Cornflakes fühlt, der ist einfach... Leute, ich weiß nicht, was ich euch zu euch sagen soll. Ihr tut mir einfach leid. Ihr tut mir wirklich einfach leid, wenn ihr keine Cornflakes fühlt. Die Frage ist, ob wir Dias finden werden irgendwann. Mann, ich will doch nur ein paar Dias. Bitte, lieber Minecraft-Gott, gib mir doch nur ein paar Dias. Ein paar Dias, ja. Ein paar Dias. Nur ein paar Dias wären so toll. Ja, ein paar Dias. Ein paar Dias. Ja, ja, ein paar Dias. Yeah, ein paar Dias. Ein paar Dias. So 8 wären richtig geil. Komm.
Dias! Dias! Woo! Dias! Geilo! Sag jetzt nicht, das ist... Okay, es ist nicht nur ein Dia. Oh, 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 oh. Der Minekraftgott hat mich erhört, oder? Nee, es sind nur vier. Oder sind es mehr als vier? Nein, es sind nur vier. Eins, zwei, drei, vier. Oh, ich glaube, ich singe jetzt öfter. Leute. Ich gehe jetzt erstmal wieder hoch. Und gehe mal nach den Kühen gucken. Beziehungsweise die Kühe direkt vermehren. Und dann meinen wir direkt weiter. Weil gerade läuft es echt gut. Und ich will jetzt nicht irgendwie was anderes machen oder so. Weil wenn es weiter so gut läuft, dann haben wir halt genügend Dias innerhalb von ein paar Sekunden gefühlt zusammen. Dauert zwar natürlich alles ein bisschen lange mit den Eisentools so, aber ist halt nicht zu ändern. So am Anfang muss man immer mit dem Eisen arbeiten. So, 12 Dias haben wir jetzt schon. Super, dann müsste hier irgendwo, ich weiß selber noch nicht genau wo, genau hier mitten im Feld ist nämlich ein Loch und da können wir jetzt einfach runter ins Wasser. Hopp. Und dann geht's wieder weiter mit dem Strip Mine. Und jetzt hier direkt ein paar Dias wären halt schon episch. Also so, keine Ahnung, eine Achterwain an Dias wäre auf jeden Fall noch geil. Aber ich muss ja so oder so hier noch ein bisschen bleiben und noch ein bisschen farmen, damit wir die Kühe voranbringen können. Das Ding ist, Leute, es ist ja jetzt gerade Freitag und ich nehme jetzt auf und so, keine Ahnung, in einer halben, dreiviertel Stunde circa muss ich dann schon wieder aufhören mit aufnehmen. Ich glaube, dann habe ich aber auch erstmal genug, auch wenn ich eigentlich richtig Bock hätte heute einfach, wisst ihr, einfach mal, das mache ich wahrscheinlich irgendwann werde ich das bestimmt mal machen, jetzt in kommender Zeit nicht, weil dafür die Zeit einfach fehlt, aber irgendwann werde ich das bestimmt machen, dass ich mich einfach mal einen Tag hinsetze, hier an das Projekt. Und einfach einen Tag einfach durchmache, wisst ihr, wie ich meine? Einfach so einen Tag aufnehmen, ein bisschen mit euch talken und dann halt nebenbei aufnehmen und die Folgen im Nachhinein dann hochlade. Nur gerade bin ich hier im Prinzip am Freitag und ich muss gleich in einer Dreiviertelstunde schon offline und dann muss ich Zeitungen austragen, beziehungsweise meine Zeitungen stecken und dann austragen und morgen früh am Samstag um 7 Uhr dann aufstehen und dann nochmal austragen und danach fahre ich Rasenmähen bei einer Freundin von meiner Oma. Da fahre ich dann Rasenmähen, ich denke mal, dann bin ich so 14 Uhr zu Hause oder so und dann um 14 Uhr setze ich mich am Samstag halt direkt an den Schnitt von den Videos, ich denke mal dann den ganzen Tag so und am Sonntag auch und render die Videos gleich, lad hoch, mach nebenbei Thumbnails, bla 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 und dann muss ich auch noch lernen für die Schule. Weil Schule steht jetzt bald an, wichtiger Vortrag, also richtig, richtig wichtiger Vortrag, der zu 50% oder zu 40% glaube ich, mit in die Gesamtnote eingeht und zurzeit bin ich halt in der Schule über am Reinhasseln, habe ich glaube ich auch schon öfter mal erwähnt, weil ich einfach in der 10., so ich bin jetzt 10. Klasse, Abschlussjahr für mich, danach will ich in der Ausbildung, ich will Geld verdienen, Alter, ich habe keinen Bock noch weiter die Schulbank zu drücken. Das ist im Prinzip das 10. Schuljahr für mich und war hier nicht irgendwas? Nee. Und deswegen hustle ich halt jetzt in der 10. in Sachen Schule so rein, also wirklich mach so viel für die Schule und das rentiert sich natürlich auch. Ist ja klar, so wenn man was macht, dann rentiert sich das eigentlich immer. Und es ist natürlich auch geil, dass sich das rentiert und deswegen will ich da auch wirklich dranbleiben. Auch natürlich ist klar so, ich würde meine Zeit viel lieber, um wirklich ehrlich zu sein, auch wenn man das eigentlich auf keinen Fall machen sollte, so würde ich meine Zeit viel lieber hier jetzt reinstecken und nebenbei halt die Videos machen und dann hier so und so, ne, wisst ihr, wie ich meine? Das wäre natürlich viel geiler, aber Schule ist nun mal ein Muss und wenn ich eh schon meine Zeit in der Schule verbringe, dann kann ich die Zeit auch gut verbringen. Und keine Ahnung. Ich glaube, das lohnt sich am Ende auch, aber mal gucken. Mal gucken, ne? Man weiß ja nie, ob es sich lohnt oder nicht. Vielleicht wird mir später auffallen, dass ich für das, was ich später mache, gar nicht hätte in die Schule gemusst. Nur dann habe ich mir halt in der Schule trotzdem, und Wuffi, es ist gut, alles fit, Mann. Dann habe ich mir halt in der Schule trotzdem Wissen angeeignet, was halt zum Grundwissen einfach zählt und was ich vielleicht später in irgendeiner Situation meines Lebens auch brauche oder was ich als Schlaumeier-mäßig in irgendwelchen Gesprächen sagen kann, wo andere sich denken, boah, als ob der das weiß. Ja, und das wäre so ein bisschen, das wäre schon geil, muss ich sagen.
Und deswegen lerne ich jetzt zum Beispiel auch ein bisschen mit für die Schule so. Keine Ahnung, ich dachte früher gab es so eine Phase bei mir. Ich habe mir gedacht, yo, ich soll jetzt lernen für, keine Ahnung, eine Klassenarbeit, Tests oder irgendwas. Sowas Wichtiges halt. Und dann saß ich da und habe aber mir gedacht, yo, ich kann gar nicht lernen, weil ich selber gar nicht weiß, wie ich lerne. Und ich auch gar nicht weiß, ob mir das überhaupt im Test oder so wieder einfällt. Und dann habe ich halt am Ende nicht gelernt und das hat sich natürlich in meinen Noten dann wieder gespiegelt. Und das war echt doof, aber mittlerweile habe ich so eine Funktion mir erarbeitet, in Anführungszeichen. Ich habe eigentlich das nur angeguckt und da ist mir irgendwann aufgefallen, lol, das habe ich ja in meinem Kopf, obwohl ich, wenn man mich fragen würde, das gar nicht weiß. Aber wenn ich es jetzt auf dem Blatt sehe, dann weiß ich es direkt. Weil ihr müsst euch vorstellen, wenn wir einen Test schreiben oder so, bekommen wir ja vom Lehrer immer den Stoff gesagt oder man weiß ja eh, was in den Stunden rankam und darüber schreibt der Lehrer ja dann Test. Und dann schreibe ich mir das alles auf ein Blatt drauf oder auf zwei Blätter, je nachdem wie viel es ist, manchmal auch auf drei oder vier. Und dann habe ich extra so ein Übungshefter, wo egal welches Fach drin ist, alles was ich üben muss, ist da drin. Zu einem gewissen Abschnitt, was ich halt üben muss. Und dann lese ich mir das einfach dreimal am Tag durch, abends, mittags, frühs, vielleicht auch vier, fünfmal am Tag. Und irgendwann ist das einfach in dem Kopf drin, auch wenn es so unterbewusst drin ist, du kannst es einfach. Und das finde ich übelst krass, oder zumindest bei mir ist das so. Keine Ahnung, ich finde das einfach, das finde ich wirklich voll, voll krass, Alter. Dass das einfach wirklich dann, ich weiß nicht, ob es unterbewusst ist oder bewusst, dass es halt einfach in deinem Kopf drin ist und du dich da auch dran erinnerst, wenn man dich danach fragt oder dich dazu abfragt. Keine Ahnung, Dias suchen ist so richtig, als würde man, ich würde es fast Glücksspiel nennen. Du denkst dir so, ja, ich könnte jetzt eigentlich rausgehen, weil ich finde eh keine mehr. Aber wenn ich jetzt noch eins weitergehe und genau hier grabe, dann finde ich mit Sicherheit noch Dias, obwohl eigentlich die Wahrscheinlichkeit so gering ist, dass du dann noch Dias findest. Nur wenn du einen Block weitergehst, so. Aber dein Kopf denkt es sich halt einfach. Jo Leute, das war's mit dem Part. Ich hoffe, euch hat's gefallen und falls ihr wollt, könnt ihr gerne eine positive Bewertung da lassen oder einen Kommentar schreiben, was ich noch so bauen soll. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen um 17 Uhr beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ein paar Dias.